Herzlich willkommen, liebe Leute, in meinem neuen Film. Heute bin ich mit dem 49-Euro-Ticket in der Stadt Lübeck, ganz im Norden Deutschlands. Und hinter mir befindet sich schon die Skyline, die märchenhafte Skyline, kann man sagen, dieser Stadt. Und so wie ich euch gesagt habe, also eine schönere Stadt als diese, habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Man kann halt sagen, dass in dieser Stadt, als das Geld sprudelte, da man sich solche Bauten leisten konnte. Viele Städte sind als bekannt, aber Lübeck war mir jetzt sozusagen unbekannt, bis zum heutigen Punkt. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier stehen darf und einfach durch dieses 49-Euro-Ticket die Gelegenheit hatte, einfach nach Lübeck zu kommen, um mir jetzt diese Häuser, diese alte Geschichte hier anzuschauen. Also im Vordergrund kann man sehen, dass jetzt alt und neu zusammenkommen. So zum Beispiel wurde jetzt eine Konstruktion hier vorne angebaut. Ich stehe jetzt genau hinter diesem Tor und wenn ich jetzt runterdrehe, da können wir einfach die Öffnung dieses Tores, dieser Bogen sehen. Und ich kann sagen, dass dieses Tor im Jahre 1477 erbaut wurde. Und genau vor dieses Gebäude wurde ein wunderschöner Park eingerichtet, der zum Beispiel auch diese Blumen beinhaltet. Viele Menschen finden hier ihre Ruhe in diesem Park und bewundern einfach dieses Gebäude. Ich muss sagen, dass jetzt im Monat Juli ich einfach Glück hatte und mit so einem schönen Sonnenschein und schönem Wetter kann ich hier dieses Gebäude jetzt auch genießen. Also in Lübeck, da ist man jetzt auch an der Ostsee und neben diesem Kanal hat man die reichen Handelshäuser. Die Spitzen dieser Häuser sind als bekannt in der ganzen Ostsee-Region. Ich muss sagen, das sind einfach hervorragende Bilder aus einer Stadt, die sich sehen lassen kann. Auf Schritt und Tritt kann man hier stehen bleiben, von Meter zu Meter. Man kann jedes Haus betrachten und einfach die Details entdecken. Und genau in dieser engen Gasse kann ich jetzt einen Turm entdecken. Da laufe ich jetzt mal hin. Wenn man jetzt neben dieser Kirche steht, also St. Petri heißt sie, dann ist man hier unten so wie ein kleiner Zwerg. Wenn man jetzt auf links dreht, dann kann man schon wieder zwei Türme sehen, eine andere Kirche. Ich muss sagen, dass man hier fast keinen besseren Blick hat auf die Kirche, weil überall gebaut wird. So kann man direkt vor der Kirche feststellen, dass hier das Alte wieder zum Neuen erweckt wird. Und wenn es mal fertig ist, dann wird es so aussehen. Ich befinde mich jetzt genau hinter dieser St. Petri Kirche und hier habe ich jetzt wirklich den wunderschönen Blick wieder auf eine zweite Kirche und nicht nur das, sondern auch auf moderne Gebäude. So zum Beispiel befindet sich genau auf dem Eck ein Kaufhaus. Um diese Gebäude ins Bild zu bekommen, bräuchte man eine große Fläche vor sich. Aber da diese Fläche nicht vorhanden ist, muss ich jetzt immer in den Himmel schauen. Und wenn ich mich jetzt auf die linke Seite drehe, da könnt ihr auch sehen, wie eng diese Gassen sind. Und gleich neben der Kirche befindet sich jetzt dieses Haus. Es ist das St. Marien Werkhaus. Nur ein paar Meter weiter kann man wieder ein paar Türmchen entdecken. Und so wie es hier steht, wäre dieses Haus einfach das Rathaus.
Ich schätze mal, dass ein schöneres Rathaus keine andere Stadt besitzt. Um dieses Gebäude mal richtig zu sehen, gehe ich jetzt ein bisschen näher. Und schau mal her, was mir hier aufgefallen ist. Das ist einfach jetzt die Eingangstür. Die ist ganz bestimmt noch aus der alten Zeit. Und an diesem Bogen kann man jetzt noch ein Muster erkennen. Wunderschöne Kunst, links und rechts angebracht an dieser Tür. Sozusagen im gleichen Hof befindet sich die Marienkirche. Hinter dieser Kirche befindet sich jetzt ein Gebäude, das diesem Hof den Eindruck gibt, im Inneren zu sein. Jetzt laufe ich mal wieder raus in die Altstadt, mal sehen, ob ich hier etwas Neues entdecken kann. Und schaut mal her, gleich das Eckhaus habe ich schon entdeckt. Und was ist so interessant an diesem Eckhaus? Das sind einfach die Verzierungen. Und genau auf der Mengstraße befindet sich jetzt dieses Uhrenhaus. An diesem alten Gebäude kann man auch sehr viele Verzierungen feststellen. Ich laufe jetzt die Fußgängerzone durch und schaut mal her, ich habe schon wieder eine neue Kirche entdeckt. Und nicht nur die Kirche erleuchtet in der Abendsonne, sondern auch die Nachbargebäude. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Hotel und das kostete jetzt für eine Nacht 30 Euro. Und ich bin als froh, hier in dieser Stadt gelandet zu sein. In jedem Fall konntet ihr hinter meinem Rücken einfach diese Häuser sehen. Also ich muss sagen, die sind jetzt nicht ganz gerade, aber genau das macht es aus, das Alter. Meine Hostelstraße habe ich jetzt gefunden und hier, das ist der Eingang. Man muss sagen, dass mein Hostel sich genau auf einer Straße befindet mit sehr vielen Bars und Restaurants. Und wenn du denkst, dass du dieses Bild toppen kannst, dann bitte sende mir auch eine Nachricht. Ich würde mich freuen. Wisst ihr, was das Ganze so schön macht? Einfach das Alter. Und nicht nur das, sondern die Farben, die wirklich sehr leuchtend sind. Und diese Farben stammen als nicht jetzt von der alten Zeit, sondern die wurden ganz neu aufgetragen. Sozusagen ist immer das Zwischenspiel zwischen alt und neu, macht immer das perfekte Bild. Und gleich daneben befindet sich jetzt dieser Kanal und diese Promenade, kann man sagen, auf der ich jetzt heute Abend noch spazieren werde. Und am Rande dieses Kanals treffe ich auch viele Schiffe an. Und ich möchte sagen, dass diese Landschaft mich einfach belohnt. Sie ist einfach herrlich. Und schaut mal an, was sich hier an diesem Ende des Kanals befindet. Das sind einfach diese Treppen, auf denen jetzt viele Menschen sind, die einfach die Sonne des Abends nochmal genießen. Ja, liebe Leute, was sagt ihr? Also hier in Lübeck, das ist einfach ein Geheimtipp. Den müsst ihr ganz bestimmt machen. Also für die 49 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Hier gibt es so viele Gebäude, man kann sie nicht mal alle sehen. So viele Details und so viel Schönheit auf einem Fleckel Erde. Und da dir dieser Film zugesagt hat, dann bitte mach dich auf den Weg und komm einfach her. Und somit möchte ich jetzt meinen Weg auch wieder weitersetzen. Es geht ja an eine ganz bestimmte Grenze. Also ich wünsche euch noch alles Gute, bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.